Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zur 1. April-Ausgabe von Thüringen TV. Wir legen heute los mit einem Beitrag von Salve TV. In der Reihe Thüringer Gesichter werden regelmäßig Menschen aus Thüringen und ihre spannenden Lebensgeschichten vorgestellt. Heute geht es um einen ehemaligen Soldaten, der jetzt als Kampfkunstlehrer vor allem Selbstverteidigung ohne Waffen lehrt. Mein Name ist Norm Müller, ich bin 45 Jahre alt, bin hier im Weimarer Umland geboren und arbeite oder bin tätig als selbstständiger Kampfkunstlehrer hier in Weimar und bin Leiter der WT Plus Akademie Weimar. Also ich habe ganz normal meine Schule abgeschlossen, habe dann noch eine Ausbildung im Handwerk gemacht, habe mehrere Jahre im Handwerk auch gearbeitet, auch verschiedene andere Sachen ausprobiert, auch im Handwerk. Bin dann zur Armee gekommen 2001, war bis 2009 Soldat, in dieser Zeit auch zweimal im Auslandseinsatz. Und nach dieser Zeit habe ich mich für die Ausbildung, Vollzeitausbildung im Wing Chun entschlossen. Mitte 2009 meine erste Schule eröffnet. Mein Haupteinsatzgebiet war Kabul. Ich war Fahrer oder eingesetzt in der Nachschubtruppe. Speziell habe ich gefahren Bus und Betriebsstoffe. Und in Kabul war ich die meiste Zeit meines Einsatzes. War natürlich auch viel im Land unterwegs, also in Nordafghanistan. Und haben halt unsere Truppenteile mit Betriebsstoff versorgt und Munition. Meine Zeit in Afghanistan empfand ich als sehr positiv. Ich muss sagen, ich habe noch nie so viele gastfreundliche Leute kennengelernt. Afghanistan ist ein wildes und verdammt schönes Land und habe damals immer gesagt, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, in dieses Land zu reisen ohne Uniform, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal tun. Kampfsport und Kampfkunst gehen sich gar nicht so weit aus dem Weg. Also es ist alles sehr fitnessorientiert, es ist alles sehr selbstverteidigungsorientiert. Bei uns liegt natürlich der maximale Schwerpunkt auf der Selbstverteidigung. Und es gibt keine Wettkämpfe in der Sache, in der ich tue. Wir bereiten die Leute für Situationen vor, die auf der Straße passieren können. Die Leute kommen hauptsächlich zu uns, um für sich etwas zu tun, fitter zu werden, um aktiver zu werden oder vielleicht auch um eine Kampfkunst zu erlernen. Und der große Vorteil, den die Kampfkunst bietet im Gegensatz zum Kampfsport, sind die Werte, die ausschließlich mitvermittelt werden und natürlich die Konzepte, die weit über die Selbstverteidigung hinausgehen. Ich habe Wing Chun das erste Mal gesehen 2005. Und ich komme ja aus dem Kampfsport, habe früher viele Jahre auch Kampfsport betrieben. Und es hat immer irgendwas gefehlt und Wing Chun hat mir innerhalb von einer Minute war mir klar, dass Wing Chun eine Sache ist, mit der ich mich vielleicht mehr widmen sollte. Und da ich ein Mensch bin, der, wenn er eine Sache beginnt, dann auch durchzieht, habe ich mir natürlich danach direkt eine Schule gesucht, habe dort angefangen zu lernen und den Lehrer, den ich dort kennengelernt habe, ist immer noch mein Lehrer. Das ist jetzt mittlerweile schon 20 Jahre her und hab's nie bereut. Wing Chun ist für mich mein Leben. Also Thüringen ist die Mitte von Deutschland und Thüringen ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land einfach. Meine ganzen Freunde sind hier. Ich bin hier groß geworden, möchte auch hier alt werden. Und das Schöne an Thüringen ist ihre Tradition. Auch wir wohnen in Weimar oder in der Nähe von Weimar. Die Kunst ist natürlich auch ein Schwerpunkt. Deswegen auch Kampfkunst oder auch andere Künste, die sich hier vereinen. Und deswegen ist Weimar für mich oder Thüringen oder Weimar direkt für mich eigentlich die Stadt, die am lebenswertesten ist. Ich wünsche mir, dass wir die Gesellschaft, also eine gesellschaftliche Sache, dass wir erstmal mehr wieder zusammenkommen, zusammenhalten. Was ich mir auf jeden Fall als ehemaliger Soldat wünsche, dass nichts irgendwie mit Krieg oder Gewalt zu tun hat. Und dann noch ein wichtiger Punkt, die Menschen sollen nicht so viel glauben an das, was sie denken.
Noch mehr einprägsame Gesichter gibt es in Jena, hier allerdings prominent auf einer Playmobil-Figur. Jenas berühmtester Unternehmer wurde jüngst als Sonderfigur herausgebracht und findet nunmehr nicht nur den Einzug in die Geschäftswelt, sondern auch in die Kinderzimmer. Jenas berühmtester Unternehmer hätte sich wahrscheinlich nicht mal im Traum vorstellen können, dass er als Playmobil-Figur in Jena Kinderzimmer einzieht. Ab heute ist das aber möglich. Jena Kultur hat mit Unterstützung der Carl Zeiss AG und des Deutschen Optischen Museums die Plastikfigur entwickeln und 25.000 Stück herstellen lassen. Die Figur hält den ersten Katalog und ein Mikroskop in den Händen. Für 3,99 Euro ist die Spielzeugfigur zusammen mit einem Infoleporello ab heute in der Touristinformation und im FCC-Fanshop erhältlich. Den Großteil der Figuren werden aber das Deutsche Optische Museum und die Carl Zeiss AG für Werbezwecke nutzen. Wir werfen nun einen Blick zu den Kollegen von Oskar am Freitag. Im Rahmen einer Pressekonferenz des Oberbürgermeisters in Gotha meldete sich dort auch Enrico Hess zu Wort, der Geschäftsführer der Kulturstadt Gotha GmbH. Im Zuge der Veranstaltung ist der Kopf des Unternehmens einmal ausführlicher auf die Fragen der Kollegen eingegangen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich befinde mich im historischen Rathaus in Gotha. Neben mir habe ich Geschäftsführer der Kulturstadt GmbH, Enrico Hess. Ja, Rendezvous am Marabu heißt es ab Sommer in Gotha. Herr Hess, klären Sie uns auf, was hat es damit auf sich? Was hat der Name zu bedeuten? Also Rendezvous am Marabu ist eigentlich nicht ganz neu. Es gab schon in der Vergangenheit Tierparkkonzerte immer mal bei uns in Gotha. Aber wir haben gesehen, dass das Potenzial da ist, mehr draus zu machen. Und deswegen gibt es ab diesem Jahr das erste Mal den Comedy Sommer. Das heißt, an 4 Samstagen im Juli werden national bekannte Comedians nach Gotha kommen und das erste Mal eben in diesem Jahr mit dem Rendezvous am Marabu, dem Comedy Sommer 2024, mit Preisverleihung. Das ist das Besondere. Auf welche Künstler können wir uns freuen? Also wie Sie hier sehen, haben wir wirklich national bekannte Comedians da. Stefan Danziger, Simon und Jan, die waren auch schon in Gotha und sind im Moment auf Tournee und fast überall ausverkauft. Nils Henrich und auch Jonas Kreiner, hier auch bekannt aus der Region und auch über den Quatsch Comedy Club, auch national als Comedian bekannt, werden nach Gotha kommen. In diesem Jahr, auch für nächstes Jahr, steht das Programm schon. Da verrate ich aber noch nicht so viel. Wobei, Tickets kann man auch für nächstes Jahr jetzt schon kaufen. Und da sieht man auch, welche Künstler nächstes Jahr dabei sind. Sie haben von einer Preisverleihung gesprochen. Was bekommen die Gewinner zum Schluss? Genau, ich habe es ja hier in der Hand quasi. Es ist der gläserne Marabu, also ein Unikat. Jedes Jahr von einer Künstlerin designt und produziert wird es diesen gläsernen Marabu geben. In diesem Jahr 2024 und dann ab 2025 natürlich jeweils in der Edition des jeweiligen Jahres. Nach welchen Kriterien wird sich denn für den Gewinner entschieden? Wird das Publikum eventuell auch mit einbezogen? Also in diesem Jahr wird die Kulturstadt selber, wir mit unseren Kollegen, festlegen, wer der Preisträger ist. Ab dem nächsten Jahr wollen wir tatsächlich eine Jury dann auch ins Leben rufen, wo verschiedene Akteure, es unterstützen uns ja auch verschiedene Unternehmen aus der Region, um dieses Format hier zu ermöglichen. Und dann wird auch die Jury mit einbezogen bei der Findung des Preisträgers. Welche Rolle spielt denn die Etablierung solcher kultureller Veranstaltungen in unserer Residenzstadt, Ihrer Meinung nach? Also eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben nicht nur die Gotha selbst, die hier von klein bis groß, von jung bis alt, natürlich auch auf der Suche sind nach kulturellen Angeboten, dass in diesem Fall im Sommer, wenn man rausgehen möchte und auch draußen Kultur genießen möchte, aber natürlich auch drin. Aber wir haben auch Gäste aus nah und fern. In diesem Jahr macht die Jugendherberge in Gotha neu auf. Es kommen viele junge Leute, Gruppen, Vereine nach Gotha. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier uns auch, was das kulturelle Angebot betrifft, neben dem, was schon da ist, was ja schon sehr gut ist für Gotha und für auch so eine kleine Stadt, das weiterzuentwickeln. Und das schaffen wir mit diesem Rendezvous am Marabu, dem Comedy-Sommer, aber auch mit anderen neuen Formaten, die wir ja im Moment auch entwickeln für die Stadt. Wie sieht es denn mit der finanziellen Unterstützung aus? Durch wen wurde das ermöglicht? Also erstens mal, dass wir überhaupt als Kulturstadt das für die Stadt entwickeln dürfen, das ist natürlich ein Verdienst der Stadt Gotha mit ihrem Unternehmen der Kulturstadt Gotha. Aber solche speziellen Formate, dafür brauchen wir Unterstützung. Da sind wir total dankbar, dass es gar nicht lange gebraucht hat, dass es Unternehmen der Stadt gibt, die sagen, das ist eine tolle Idee, das wollen wir unterstützen. Allen voran natürlich die Kreissparkasse in Gotha, aber auch AHG beispielsweise oder Hiveso, Unternehmen aus der Stadt und der Region, die uns hier unterstützen und die Umsetzung solcher Projekte überhaupt erst möglich machen.
Auf welchen Comedian freuen Sie sich denn persönlich am allermeisten? Also in diesem Jahr, muss ich tatsächlich sagen, bin ich gespannt, weil ich ihn selbst live noch nicht erlebt habe, auf Jonas Greiner. Ich kenne aus dem Fernsehen tatsächlich und habe ihn live noch nicht gesehen. Aber ich habe es in der Pressekonferenz mit dem Oberbürgermeister ja schon gesagt, auch einen Favoriten schon fürs nächste Jahr, wo ich auf jeden Fall nicht im Urlaub oder verreist sein werde. Das ist Zärtlichkeiten mit Freunden. Das steht im nächsten Jahr fest. Viele werden es vielleicht auch von den Zuschauern von Oscar am Freitag TV kennen. Es ist ein tolles Comedian-Duo. Ist also so mein persönlicher Favorit für 2025 dann schon. Kleiner Spoiler schon für das nächste Jahr. Tickets sind schon erhältlich. Wo kann man die erwerben? Genau, für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr alles schon erhältlich, sowohl online unter den diversen Online-Ticketportalen, aber natürlich, wer es nicht im Internet bestellen will, bei uns in der Touristinformation Gotha Adeltladen kann man sich die Tickets auch kaufen. Sie haben es gehört. Wir freuen uns drauf. Dankeschön, Enrico Herz. Gerne. Liebe Zuschauer, wir machen eine kurze Pause und gehen in die Werbung. Bleiben Sie dran für weitere informative Beiträge aus der Region. Bis gleich. Liebe. Viele sagen, nur mit der richtigen Portion Liebe wird alles ganz genau so, wie es sein soll. Entdecke gemeinsam mit uns die schönsten Hotspots Altenburgs und begib dich mit deinem Herzensmenschen auf eine wundervolle Kurzreise. Lasst für einen Moment den Alltag hinter euch, genießt unsere Idylle und findet die besten Spezialitäten und das feinste Essen aus Altenburg. Und genau das machen wir in Altenburg seit vielen Jahren. Für dich, für euch, für den richtigen Moment, um abzuschalten und zu entspannen. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß. Werte Zuschauer, willkommen zurück bei Thüringen TV. Wir bleiben noch einmal in Gotha. Einige Kämpfer des Boxclub Wacker Gotha e.V. durften sich kürzlich bei den 33. Thüringer Einzelmeisterschaften mit anderen Sportlern messen. Dabei zeigten sich die Boxer in guter Form und kamen mit zahlreichen Medaillen nach Hause. Oskar am Freitag hat mit Trainer Emrah Muradov über den vergangenen Wettkampf gesprochen. Am 16. und 17. März 2024 kämpften Boxer aus 15 verschiedenen Vereinen bei den Thüringer Einzelmeisterschaften um den Sieg. Darunter auch der Boxclub Wacker Gotha. Und wir wollen nun wissen, wie dieser sich dort geschlagen hat. Neben mir Emrah Muradov, Wettkampftrainer und Vorstandsvorsitzender des Vereins. Hallo Emrah. Es geht. Gib uns doch erstmal einen kurzen Einblick in die Leistung, die der Wacker Boxclub in Ilmenau vollbracht hat. Wir haben zwei Goldmedaillisten, Azad Ergin und Tom Luis Trenker.
einen Silbermedaillisten, Mahmoud Abaiche, und einen Bronzemedaillisten, Sami Ergin. Alle haben in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen. Erzähl uns von der Atmosphäre. Wie war die Stimmung vor Ort? Ganz am Anfang waren wir eigentlich ziemlich aufgeregt. Auch ich. Das war ja meine erste Meisterschaft als Trainer dann. Wir haben uns eigentlich ziemlich schnell eingefunden. Die Jungs haben dann auch geschlafen. Die Atmosphäre, als die Wettkämpfe losgingen, bei den kleineren Kämpfern war es nur einigermaßen okay. Aber dann, wo die größeren und erfahrenen Kämpfer gekommen sind, war es einfach nur geil. Hat Spaß gemacht zuzuschauen und das alles. Die Jungs haben auch was gelernt, allein nur vom Zuschauen. War schon geil. Wie seid ihr als Trainer mit dieser Aufregung der Boxer umgegangen? Wie konntet ihr die Boxer unterstützen und motivieren? Es ist ja generell so, dass wenn jemand Angst hat, sich Sorgen macht oder so, dann musste man ja eigentlich immer die Ruhe bewahren selber. Weil wir sind auch ein Vorbild für die Jungs. Ich habe denen eigentlich nur klar gemacht, dass außerhalb des Rings die sich Sorgen machen müssen, können und das alles. Aber wenn die drinnen sind, deren Welt beginnt und die wollen die Welt des Gegners dann beenden. Ganz einfach. Und das haben die alle eigentlich gut verinnerlicht. Waren selbstsicher im Ring. Waren nicht so aufgeregt dann vor dem Kampf direkt. Ging eigentlich alles gut. Ich stehe neben Lizenztrainer Nico Wegmarshaus. Hallo Nico. Hallo. Gib uns doch erstmal einen kurzen Einblick in die Leistung, die der Wacker Boxclub in Ilmenau vollbracht hat. Also ich finde, unsere Sportler haben echt super Leistung gebracht. Wir haben einen Thüringenmeister, wir haben einen Vizemeister und einen dritten Platz erkämpfen können. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Wie würdest du die Atmosphäre beschreiben? Also die Atmosphäre ist total stimmungsvoll, alle sind total aufgeregt, es sind viele Vereine dort. Und jeder möchte natürlich, dass sein Boxclub gewinnt, weil ja jeder irgendwie seine Leistung zeigen möchte. Also zumindest auch die Trainer her, so gesagt, was dann die Sportler so gesagt geleistet haben für ihren Sport. Und das möchten die natürlich auch zeigen. Die Boxer waren wahrscheinlich am allermeisten aufgeregt. Wie habt ihr als Trainer, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr sie vor allem auch in entscheidenden Momenten motiviert und unterstützt? Wir haben natürlich immer gesagt, ihr gebt euer Bestes, ihr könnt was, ihr habt viel geleistet, ihr habt ganz viel trainiert. Und auch wenn ihr nicht gewinnen solltet, ist das kein Untergang, sondern man lernt auch aus seinen Niederlagen. Und das ist immer unser Spruch, nur aus Niederlagen kann man auch Gewinne erkämpfen. Ich stehe neben Asad Ergin. Erzähl uns doch von deinen Siegen. Es ging um die Thüringer Meisterschaft. Ich konnte am Samstag meinen ersten Kampf gewinnen, ganz klar alle drei Runden gewonnen, am Sonntag genauso. Und dann wurde ich eben zum Thüringen Meister benannt sozusagen. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Einerseits war ich auch sehr stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe, weil ich wollte es beweisen halt. Ne? Ich muss auch ehrlich sein, zu mir wurde gesagt, ich schaffe das nicht und auch ich werde das verlieren. Von meinem eigenen Vater, aber ich habe es am Ende ihm bewiesen. Und das hat mich am meisten stolz gemacht. Mein Vater zu sehen, wie stolz er ist und dass er sagen kann, dass sein Sohn Thüringer Meister ist, das kann nicht jeder von sich behaupten. Und dass ich auch so mit meiner Familie das auch gezeigt habe, hier, guck mal, mein Sohn hat was drauf. Und war ein sehr schönes Gefühl. Hallo Mahmoud. Hallo. Du konntest die Silbermedaille mit nach Hause bringen. Genau, das ist richtig. Wie fühlst du dich jetzt nach den Wettkämpfen? Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich den zweiten Platz geholt habe und somit die Silbermedaille und nicht Erster werden konnte. War das schon ein harter Kampf für mich, damit umzugehen. Und es ist immer noch ein harter Kampf für mich. Deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich mich nicht so gut fühle, wie ich mich fühlen wollte mit dem ersten Platz. Hallo Sami. Du konntest bei den Thüringer Einzelmeisterschaften den dritten Platz belegen, also hast die Bronzemedaille geholt. Wie fühlst du dich jetzt nach den Wettkämpfen? Also grundsätzlich fühlt man sich erstmal gut. Ich meine, klar, ist schade, dass es nur die Bronzemedaille geworden ist. Hätte ja natürlich auch besser sein können. Aber grundsätzlich bin ich mit meinem Kampf sehr zufrieden. Also auch wenn ich ihn nicht gewonnen habe. Ich habe ihn knapp verloren, also sehr knapp verloren leider. Aber unter den Umständen und mit dem Gegner, wie ich kämpfen musste, bin ich sehr zufrieden damit. Ich habe eine gute Leistung erbracht. Leider hat es nicht ganz gereicht, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden damit. Gib uns einen kurzen Einblick in die Wettkämpfe. Kannst du dich an besondere
Momente erinnern, die letztendlich dann den Kampf für dich entschieden haben? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, als erstes musste ich erstmal gegen jemanden kämpfen, der war ziemlich groß, ziemlich lang. Das heißt, ich als Kleinerer habe da ein bisschen Probleme gehabt. Ich weiß sogar, am Anfang bin ich aus dem Gleichgewicht reingekommen und da hat er mich auch mal gut mit der Rechten getroffen, aber da ist halt das Ding, da habe ich meine Fassung nicht verloren und habe halt trotzdem direkt Gegendruck geleistet und habe ihn dadurch auch wirklich komplett dominiert und irgendwann hat man einfach gemerkt, dass er mental nicht so stark war wie ich und einfach gebrochen war sozusagen davon, dass ich die ganze Zeit nach vorne komme, die ganze Zeit weiter drauf hau und damit kam er nicht klar. Dann wurde er auch angezählt, in der dritten Runde zweimal angezählt. Ich hätte vielleicht auch den Knockout vielleicht nach Hause nehmen können, aber da muss ich auch ehrlich sagen, der hatte ein gutes Kinn gehabt auf jeden Fall. Und zum zweiten Kampf kann ich auf jeden Fall so viel sagen, lief auch sehr super für mich, sehr technisch diesmal und auch gar kein Problem gewesen. Welche Bilanz zieht ihr jetzt aus den Wettkämpfen und wo seht ihr noch Schwächen, an denen ihr in Zukunft arbeiten möchtet? Ja, also wir haben mitbekommen, dass ein Sportler in seiner ersten Runde leider etwas weniger gearbeitet hat, also zu passiv gearbeitet hat und dadurch leider seinen Wettkampf verloren hat. Und daraufhin müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr arbeiten, dass er so gesagt beim nächsten Wettkampf in der ersten Runde noch ein bisschen mehr Gas gibt. Blickt der Club jetzt auf neue Herausforderungen, anstehende Wettkämpfe oder auch neue Ziele, an denen ihr in der Zukunft arbeiten möchtet? In 2 Wochen, glaube ich, ist dann ein Pokalturnier wieder in Nordhausen. Daraufhin auch noch ein Pokalturnier. Also wir nehmen alles mit, was geht. Die Statistiken der Jungs aufpeppen, aufbauen und weiter wachsen. Vielen Dank, Emrach. Oskar am Freitag wünscht euch alles Gute. Dankeschön. Neuigkeiten gibt es aus Bad Berka. Die Stadt darf sich über Fördermittel in Höhe von mehr als 1 Million Euro freuen. Dort wurde kürzlich der Zulassungsbescheid für das Projekt Ilmwiesen in Bad Berka Freizeit und Naherholung am Wasser übergeben. Ein Beitrag über den bisherigen Prozess und die folgenden Pläne. Ein Schandfleck von Bad Berka wurde 2021 beseitigt. Die verfallenen Gebäude der ehemaligen Station junger Techniker und Naturforscher an der Trebestraße 2 wurden mithilfe von Fördermitteln abgerissen. Alle noch vorhandene Gebäude und Überreste des Gebäudebrandes wurden beseitigt, sodass eine Neubebauung entlang der Trebestraße gemäß einer vorliegenden Bauvoranfrage möglich wurde. Zum offiziellen Abrissende am 20. Dezember 2021 kam auch Landrätin Christiane Schmidt-Rose. Holger Becker, SPD-Bundestagsabgeordneter, setzte sich dafür ein, dass die Kurstadt Bad Berka bei der Umgestaltung finanziell unterstützt wird. Die parlamentarische Staatssekretärin Elisabeth Kaiser kam am 26. März nach Bad Berka und übergab den Zuwendungsbescheid für das Projekt Ilmwiesen in Bad Berka – Freizeit und Naherholung am Wasser an den Bürgermeister Michael Jahn. Damit kann ein Teil der Auenlandschaft klimaangepasst und ökologisch umgestaltet werden und es kann ein neues Freizeit- und Erholungsareal für die Stadt Bad Berka entstehen. Die Stadt beantragte beim Bund Fördermittel aus dem Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Diese Förderung wurde bewilligt und nun bekam die Stadt knapp 1,3 Millionen Euro vom Bund. Natürlich haben sich die Ausschüsse und die Stadtverwaltung bereits Gedanken gemacht und erste Ideen entwickelt. Zu diesen Ideen gehören unter anderem Rückbau der alten Lagerhalle, Renaturierung, Bepflanzung mit alten Obstbaumsorten in einer Strohobstwiese, Wasserspielplatz am Mühlgraben mit kleiner Brücke in Verbindung mit den Obstbäumen, Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf dem gesamten Gelände, Befestigung des Schlängelwegs und weiterer Wegeverbindungen, Bau einer Fischtreppe am Wehr, Auflage durch das Umweltamt, unter Beachtung der Zugänglichkeit, Einrichtung einer Wetterstation, Errichtung von Aufenthaltsbereichen und Sitzgruppen an markanten Punkten und der Bau einer Minisaline mit Bezug auf die Partnerschaft Bad Dürkheim. Das Weimarer Landschaftsarchitekturbüro Dahne erarbeitet derzeit ein Konzept.
Der Umsetzungszeitraum wird 2025 bis 2027 sein. Zum Schluss schauen wir noch einmal nach Jena. Die Ernst-Abbe-Bücherei gehört zu den ältesten Kultureinrichtungen der Stadt. Damit es nicht nur eine weitreichende Vergangenheit, sondern auch eine erfolgreiche Zukunft geben kann, zieht die Bibliothek nun um. Zusammen mit dem Bürgerservice der Stadt geht es in ein neues Gebäude am Engelplatz. Bücher, Filme und Spiele sowie Veranstaltungen für jedermann. Dafür ist die Ernst-Abbe-Bücherei in der Saalestadt bei Groß und Klein bekannt und beliebt. Damit das auch weiterhin so bleibt, zieht die Bücherei in den modernen Neubau am Engelplatz, in dem auch der Bürgerservice der Stadt sein neues Zuhause gefunden hat. Heute wurde die Eröffnung im Beisein von Vertretern der lokalen Politik, Kultur und Wirtschaft feierlich begangen. Nach Jahren des Suchens, des Baus und der Vorbereitung sind die Verantwortlichen der Ernst-Abbe-Bücherei nun überglücklich über die Einweihung des neuen Standorts. Es ist unglaublich schön. Wir arbeiten auf diesen Moment ja schon seit vielen Jahren hin. Also hier im Haus steckt so viel Planungsarbeit und Gedanken und Ideen, dass wir jetzt einfach froh sind, wenn es losgeht, und ganz gespannt, wenn wir am Montag, also am 25. März, die Tür aufmachen um 10 und was dann wirklich die Bürgerinnen und Bürger sagen. In dem neuen Gebäude erstrecken sich die Regale mit insgesamt 150.000 Büchern, Zeitschriften, Bildern, Filmen und Spielen auf 3 Etagen. Die Verantwortlichen wollten das Medienangebot aber nicht vergrößern, sondern lieber viel Platz für große und kleine Lesebegeisterte schaffen. So können die Besucher auch zwischen den Regalen den ein oder anderen ruhigen Platz zum Lesen und Entspannen finden. Wir in der Kulturarena haben ja schon viele das Haus von außen gesehen und haben schon überlegt, was da wohl alles Neues drin sein wird. Wir haben über 500 Sitzmöglichkeiten, auch ganz verschiedene, das verrate ich mal noch nicht. Das macht Freude, das alles zu entdecken hier bei uns. Und ich denke, jeder kann seinen Bereich entdecken. Da gibt es die bunten Kinderbereiche, die Sana Bosniak, die Theaterszenografin aus Berlin, entworfen hat. Den wunderbaren, großartigen Jugendbereich, der auch durch seine Beleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre hat. Und das Wohnzimmer, das ist unser Bereich, wo es Belletristik auszuleihen gibt, der auch richtig, ein bisschen aussieht wie ein Wohnzimmer. Und so kann man ganz viele Dinge hier bei uns entdecken. Außerdem gibt es abgetrennte Räume, in denen interessierte Schüler und Studenten arbeiten oder an Workshops teilnehmen können. Darüber hinaus bietet der PC-Pool Platz für Veranstaltungen zur Berufsvorbereitung und anderen Vorträgen. Auch der Helene-Petrenz-Saal, der die Verbindung von Bibliothek und dem Bürgerservice der Stadt darstellt und gemeinsam genutzt werden kann, soll künftig Lesungen, Podiumsdiskussionen und ähnlichen Veranstaltungen Raum geben. Für die Verantwortlichen der Ernst-Abbe-Bücherei ist der neue und moderne Standort schon jetzt ein richtiger Hingucker in der Saalestadt. Ich glaube, dass es erstmal eine ganz großartige Sache ist, dass in Jena eine Bibliothek richtig im Herzen der Stadt gebaut wurde. Das ist was Besonderes, das muss man wirklich so sagen. Und so zentral gelegen von allen Seiten zu sehen, denke ich, werden wir auch wirklich, ein Lieblingsort der Jena und Jenerin werden. Für alle Entdecker und Lesebegeisterten öffnet die Bücherei am Montag ab 10 Uhr ihre Türen. Und auch Familien kommen künftig mehr auf ihre Kosten. Denn die Bibliothek wird auch an Samstagen bis 17 Uhr geöffnet sein. Auf www.stadtbibliothek-jena.de finden Sie alle weiteren Informationen zu dem Neubau, dem Medienbestand und den kommenden Veranstaltungen der Bücherei. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder mit Thüringen TV. Danke fürs Zuschauen, ich wünsche Ihnen einen guten Start in den April und einen schönen Frühlingsanfang. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.